Guten Morgen, liebe Zuschauer. AstroTV zeigt Ihnen heute um 11 Uhr die erste Ausgabe des neuen Energieshops. Ihr Experte Matthias Heimberger freut sich auf Sie zum Thema Glücks- und Erfolgsfrequenzen. Doch zunächst erwartet Sie Jens Garling zu einer neuen Ausgabe unseres unterhaltsamen Lifestyle-Magazins Leichter Leben. Themen heute unter anderem: War das Fernsehen früher besser und warum gibt es eigentlich keine Fernsehansager mehr? Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dieser Sendung, die wir für Sie in Stereoton ausstrahlen. Teleshopping aus der Hauptstadt. Bleiben Sie dran und sehen Sie jetzt Marcel Schenk bei AstroTV. Du musst sagen 1, 2, 3, weil 1, 2, 3 TV und auf TV genau. Laufen wir los. 1, 2, 3 TV. Das war schon das mal hart Fernsehen und zurück. Fernsehen hatte früher mehr Niveau. Ja, hatte ja auch noch Fernsehansager. Ja, ich würde sagen, ein gutes Unentschieden. Aber Marcel hat ein bisschen, ist in Führung gegangen. So, das war sehr, sehr gut. Bewerben Sie sich nie beim deutschen Fernsehen, liebe Zuschauer. Das es kann nicht mehr gut enden. Liebe Zuschauer, was macht man nicht alles im deutschen Fernsehen, oder? Sackhüpfen, aber Leichter Leben macht's möglich. Ja, liebe Zuschauer, hier ist Berlin. Diesen Satz musste ich unbedingt mal im Fernsehen sagen, nachdem ihn ja Dieter Thomas Seck in den 70er und 80er Jahren geprägt hat. Ich schaue noch mal kurz. Ja, also bei Leichter Leben wird gerade umgebaut und abgebaut. Schön, dass Sie dran geblieben sind nach dem Magazin. Schön, dass Sie sich auch jetzt mehr Zeit für sich nehmen möchten. Und Sie haben wirklich goldrichtig eingeschaltet. Denn hier bei AstroTV darf ich Sie jetzt zur zweiten Ausgabe des Energieshops bei Matthias Heimberger begrüßen. Liebe Zuschauer, nehmen Sie es mir jetzt nicht übel, wenn ich ein bisschen Druck mache, was die Zeit betrifft. Denn wir haben so viel vor, das haben Sie auch in der Vorschau gesehen. Ich würde jetzt sehr gerne mit Ihnen das Leben von Gisela durchgehen hier in dem Buch. Ich finde es aber umso spannender, wenn Sie es doch in einer ruhigen Minute, an schönen Abenden, vielleicht sogar an dem nächsten verregneten Wochenende, das Ihnen bevorsteht und uns allen bevorsteht, wenn Sie diese Zeit mit dem Buch Zugfahrt, der Autobiografie von Gisela Rösch, verbringen möchten. Und damit Dankeschön an die Kollegen von Leichter Leben. Jetzt geht es hier bei AstroTV weiter mit einer Weltpremiere. Vielleicht waren Sie gerade schon dabei bei Ihrem Service-Unterhaltungsmagazin hier bei uns im Programm und haben zwei Damen in Rot gesehen. Ja, und ich kann Ihnen versprechen, die kommen jetzt gleich auch, eine nach der anderen, denn wir wollen das natürlich spannend machen. Wir wollen es aufeinander aufbauend hier präsentieren. Also es gibt keine Garantie, dass alle Produkte, auch wenn Sie jetzt sagen, ja, vieles habe ich ja schon im August gesehen, dass das immer und immer und immer wieder hier in den Shops auch angeboten wird. Wie gesagt, wir bemühen uns natürlich, da Ihre Wünsche zu erfüllen, aber nicht alles ist immer lieferbar. Deswegen seien Sie uns da nicht böse, sondern nutzen Sie jetzt die Chance. Sie sparen ja auch direkt 10 Euro. So, und jetzt sparen wir direkt weiter, nämlich mit unserem Engel-Trio, mit der Wunschenergie. Sie können sich alles nach Hause holen. Sie sehen alles hier auf Ihrem Fernsehbildschirm, immer in der Grafik. Telefonnummer, Artikelnummer und Artikelbeschreibung. Und wenn Sie uns anrufen, gebührenfrei, liefern wir sehr gerne in wenigen Werktagen an Sie aus. Und ich hoffe, dass dieser Funke auch zu Ihnen überspringt. Ja, es ist ja so, Sie schalten den Fernseher ja bewusst ein. Sie sehen ja jetzt bewusst den Shop hier bei AstroTV. Und natürlich wissen Sie, die Produkte können mehr als einfach nur schön aussehen. Schön aussehen können Sie überall kaufen. Energieprodukte mit dem gewissen Etwas, Energieprodukte, wo Sie sofort spüren, diese Harmonie kommt zu mir nach Hause, die bekommen Sie nur hier. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt, rufen Sie an. Der Bär bleibt bei mir, da können Sie mal von ausgehen, der kommt auf jeden Fall mit, ne? Du freust dich, ja, und er braucht keinen Sitzplatz bezahlen im Zug. Nein, er kommt zu mir auf den Schoß. Also, liebe Zuschauer, wir haben noch knapp 30 Sekunden. Ich bedanke mich bei dir, Matthias, für diesen Shop. Ich bedanke mich bei Ihnen für die zahlreichen Bestellungen. Du bist morgen ja auch bei Leichter Leben. Richtig, morgen nochmal bei Leichter Leben mit meinem wunderbaren Freund, wenn es noch welche gibt, der wieder mit dabei ist. Liebe Zuschauer, um 17 Uhr können Sie Matthias Heimberger auch nochmal sehen. Da bist du in der Beratungsstunde. Genau. Es geht aber auf jeden Fall auch spannend weiter. Zum Beispiel, ach, was könnte ich Ihnen alles sagen? 14 Uhr, Evelyn Graf und so. Also bleiben Sie einfach am besten dran. Es lohnt sich ja immer, hier bei AstroTV einzuschalten. Wir sind dann am 23. Oktober wieder um 11 Uhr für Sie da. Aber es lohnt sich immer, mal mit so einem Auge bei AstroTV einzuschalten. Dankeschön. Tschüss.